Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Am Dienstagnachmittag legten die Minister der 5. Orbán-Regierung ihren Amtseid ab. Damit wurde das neue Kabinett auch offiziell gebildet. Bei der feierlichen Parlamentssitzung stellte Viktor Orbán die Minister seiner neuen Regierung vor. Der neu gewählte Ministerpräsident sagte in seiner Rede, in den vergangenen 32 Jahren, seitdem er Abgeordneter sei und die Entwicklung der Außenpolitik mitverfolge, habe er noch nie so eine große Unsicherheit bezüglich der Zukunft gesehen wie in diesen Tagen. Der Regierungschef ergänzte, gerade jetzt brauche man erst recht eine handlungsfähige Regierung, die Verantwortung trage, das Land vereinige und notwendige Stärke zeige. So Orbán wörtlich. Neben der Wahl der Regierung am Dienstag hat das Parlament auch über die 10. Änderung des Grundgesetzes abgestimmt. Aufgrund des Ukraine-Krieges hat die Regierung beschlossen, die Definition eines Notstands, um den Fall einer humanitären Katastrophe bzw. eines bewaffneten Konflikts in einem Nachbarland zu erweitern. Dementsprechend gilt ab Dienstag Mitternacht erneut eine Notstandssituation, diesmal mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Der Ministerpräsident betonte, die Welt stehe an der Schwelle einer Wirtschaftskrise. Ungarn sollte sich aus dem Ukraine-Krieg raushalten und die finanzielle Sicherheit von Familien bewahren. Allerdings benötige das neue Kabinett dafür entsprechenden Bewegungsraum und sofortige Handlungsfähigkeit, so Orbán. Zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung gehöre die Bewahrung der erreichten Ergebnisse sowie das Aufrechterhalten des Wachstums, wozu es weitere Investitionen brauche. Darüber sprach der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtiges bei der Ankündigung einer geplanten Entwicklung des deutschen Unternehmens Kostal in der Automobilindustrie. Peter Siarto betonte, das Kabinett betrachte die Service-Center-Branche als Teil eines Schlüsselsektors, in dem Ungarn ein regionaler Marktführer geworden sei, formulierte der Minister. Eines der größten Festivals in Ungarn zum Thema Umweltschutz wird zum 8. Mal am letzten Maiwochenende veranstaltet. Der Kulturkanal M5 der Öffentlich-Rechtlichen unterstützt das Event auch in diesem Jahr. Eva Simon-Tabori, Hauptveranstalterin des Internationalen Festivals für Umwelt- und Naturschutz, sagte, im Schloss Gödöllő sowie in dessen Park würden mehr als 100 Filme zum Thema vorgestellt. Das nationale Galopprennen wird im Oktober zum 15. Mal auf dem Budapester Heldenplatz veranstaltet. Vor dem großen Finale werden landesweit und in den von Ungarn bewohnten Nachbarländern etliche Vorrennen ausgetragen. Vilmos Lazar, Präsident des Ungarischen Verbandes für Pferdesport, sagte, er sei stolz darauf, dass das nationale Galopprennen zum größten Amateurreitevent Europas avanciert sei. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.